Rescue Data Entrip her, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Ben und ihr befindet euch auf dem YouTube-Kanal der Firma Rescue in den Lohgärten 24 66 440 Blieskastel. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 10 bis 17, Samstag 10 bis 14 Uhr. Während dieser Öffnungszeiten könnt ihr natürlich jederzeit gerne bei uns vorbeischauen und wir helfen euch weiter. Oder ihr nutzt unsere Webseite rescue-repair.com und klickt auf den Punkt Auftrag erfassen, um euren Auftrag zu generieren und euer Gerät entsprechend zu uns einzusenden, damit wir uns das anschauen können. Ja? Und heute reparieren wir zusammen bzw. für eine Datenrettung durch an einem iPhone 7 Plus mit einem kurz geschlossenen RAM. So wurde das Gerät vom Händler eingesendet, RAM kurz geschlossen. Wir arbeiten seit Jahren mit diesem Händler zusammen, stützen uns also auch auf seine Diagnostik in diesem Fall. Ich überprüfe das natürlich vorher noch einmal, aber ich gehe davon aus, dass die da nicht falsch liegen, wenn die das Ganze so im Endeffekt kommunizieren. Ja, Daten sind wichtig, RAM ist kurz geschlossen und wir werden das in dem Fall beheben. Hey, my name is Ben, Rescue Germany. If you want to mail in your device easily, it's just going to rescue-repair.com and click on create order to create a case and mail in your device. And today we just fixed an iPhone 7 Plus with a shorted A10 RAM. So let's directly go and see if we can fix this in a fast way, okay? So we go to the on-hands camera. Andy, here's a phone for you. Great, thanks. Okay. Was mich jetzt ein bisschen wundert, die schreiben RAM, haben das Blech oben noch nicht abgenommen. Also wird sich die Diagnostik aufs Labornetzteil bzw. die Werte am Labornetzteil stützen. Wurden in dieser Richtung auch bei uns geschult, aber eigentlich wurden die geschult, dass man dementsprechend auch einmal kontrollieren sollte, ob es dann wirklich RAM ist. Das Verhalten am Labornetzteil ist natürlich immer nur eine Richtung. Das kann, also ich sag mal, RAM und 3V0 NAND zum Beispiel ähnelt sich unheimlich am Labornetzteil. Deshalb werden wir das hier jetzt auch einmal überprüfen und nachschauen. Aber normalerweise liegen die da schon recht gut. So, they didn't took off the EMI shield, but they say it's a RAM problem. Okay, let me see what they already did for diagnose. I will double check it and then we go on. So, behavior on power supply one time. Also ich prüfe jetzt einmal das Verhalten am Labornetzteil. Okay. 1,8 Ampere, 1.8 Amps. Can be 3VO NAND, can be RAM. Also zwei Möglichkeiten, 3V0 NAND oder RAM. Jetzt schauen wir mal nach, vielleicht haben die 3V0 NAND auch schon ausgeschlossen. Perhaps they already checked for 3VO NAND error or not. Okay, looks like nobody took off the board even. But let's see, also. Schaut mir jetzt ein bisschen komisch aus. Sieht doch so aus, als ob da keiner gemessen hat. Looks like nobody did any measurements. Let's check. Also, wir checken einmal die 3V0 NAND. Okay, also das passt soweit, dann checken wir gleich einmal die RAM-Lines und dann entscheiden wir, was wir tun. Ja? Also, it's always to really check and diagnose in the right way, okay? So we check the PP1V1 RAM, we can check it on the back side too. Das können wir auf der Rückseite, können wir das schon testen. Ground, 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 ground. Okay, 1V1 is shorted to ground, so okay, we will do a RAM repair. Also, wir haben die PP1V1 SD-RAM kurz geschlossen und dementsprechend werden wir dann den RAM in dem Fall einmal ersetzen.
gegen einen 9. Also einmal das EMI Shield entnehmen. One time taking off the EMI Shield, then just clean the thermal paste on the CPU, dann die Wärmeleitpaste auf der CPU reinigen und dann direkt unter das Mikroskop. Also, der RAM, das ist nicht wie bei den älteren A9 und drunter Modellen, das hier im Sandwich-Verfahren aufgesetzt ist, und dass das Ganze dann einfach komplett getrennt und schön verlötet werden kann. Hier ist die Problematik, dass der RAM quasi aufgeklebt ist auf die CPU und da muss man sehr vorsichtig sein. So, it's a glued RAM, glued down on the CPU, not like the old models. So, we have to do it really carefully. At first we just take off the glue. Als allererstes nehmen wir den Kleber zwischen RAM und CPU runter. Also an den Seiten, ne? So, the side glue. Das erste, was wir machen, this coil often goes away. Ne? Dieser Coil hier, der wird oft locker und muss dann ersetzt werden. Das sehen wir dann aber gleich. Kleber hier an der Seite. Ich gehe nicht bis ganz unten. I don't go until to the bottom. I only go until the CPU. Also ich gehe nur bis zum CPU. Mit dem Kleber wegschaben, weil CPU bleibt ja drin. CPU stays in. Okay, jetzt schauen wir von der Seite drauf. We have a look to it from the side. Wait, just get a new plate. Just wait, get a new plate. Oh. Also, eine neue Klinge. Dann schauen wir uns das Board von der Seite an. Then we have a look to the board from the side. So, jetzt sehen wir hier an der Seite CPU mit RAM. Here we see CPU with glued RAM. We shave away the glue. Wir kratzen den Kleber hier ab, damit wir sehen, an welcher Stelle wir am allerbesten hier reinkommen. Just to see on which point we can go in between CPU and RAM with the most easiest way. So, here we can see that the point where we have to go in is directly here. Also der Punkt, wo wir reingehen können, der ist hier unten.
schneiden wir hier so ein bisschen ein. We just do a little cut. And then we try to come in at this point. Und dann probieren wir, genau an diesen Punkt reinzukommen. Das ist eine sehr sensitive Operation. It's a really sensitive operation. Try to feel where the cut is. Okay, in. Okay, then we try to take another plate. Ne? Dann versuchen wir, ob wir hier nicht eine andere Klinge nehmen können. Ich mag dann immer so die etwas breitere. Und jawohl, das funktioniert. Immer kurz warten. Just always wait a short time. Okay. And now go on this way. Also so als erstes mal hier auf dieser Seite durchgehen. And we have it. Also, hier haben wir das Ganze. Wir können aber jetzt noch einen Layer drunter. That's one layer over the layer we want to go to. But not a problem. Wir gehen jetzt hin. Wir müssen in diesen Layer rein. That's the layer we have to go to. Gut, also, auch das haben wir und das sieht gut aus and that looks fine. So, now we take another plate. Jetzt nehmen wir uns eine andere Klinge, a 15er von Swan Morton. Less temperature, weniger Temperatur, weil jetzt der dicke Ramm, der da oben drauf gesessen hat, als Schutzschild quasi weg ist. Because now the rum has been gone. Now up to the bottom, jetzt bis zum Boden.
So. That's it. And again this side here. Und jetzt wieder diese Seite hier. Eine Sekunde, ich muss ganz kurz ans Telefon. Rescue Data Repair, einen wunderschönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? So, sorry. Sorry. So, wir haben, warum auch immer da oben, seht ihr das? Das setzen wir einmal neu. Okay. Kann passieren, sollte normalerweise nicht, ne? Aber sowas kann auch mal passieren. So, und jetzt gehen wir hier einfach einmal im Lötkolben drüber. Here we just use one time the solder iron, some flux and a little bit of paste. And then we can solve that easy. So, okay. So, jetzt sieht das ganz gut aus, glaube ich. Jetzt passt das. Hier die Mitte, the middle, you don't need to clean. Also ihr müsst die Mitte hier nicht reinigen. Ne? Das ist eine rein optische Sache. Das kann man machen, das muss man nicht machen. Hier oben fehlt uns ein Pad. Here we just lost a pad, but not a problem. We will just... like that. Ja, wir schaben hier einfach etwas auf. Ich kann euch auch garantieren, sowas passiert euch nur, wenn ihr 10 Sachen gleichzeitig macht. Dann geht auch mal sowas dran. Selbst wenn. Es ist nicht schlimm, wie ihr seht. It's not bad, like you see. Because we can just add a little jumper. Ne? Wir können da einfach einen kleinen Jumper draufsetzen, da ist die Sache erledigt. Und dann passt das mit der 1V8 da oben. So. Okay. So, jetzt setzen wir hier den Jumper. Now we just sit down the jumper.
set it again here. Great. And we take the Dunnerboard. Jetzt nehmen wir uns hier ein Dunnerboard. Kunde Dogger. Okay. And we take it out. Okay, done. Take solder iron. Jetzt nehmen wir uns einen Lötkolben. Bereiten das gerade einmal vor. We just prepared one time. Add some solder, etwas Lot. Es ist leider eine Sache, die eigentlich nicht dazu gehört, aber shit happens, ne? So sagt man. Und wenn sowas passiert, muss man natürlich auch wieder einen Ausweg haben. Mhm. Auch hier das Pad war lose. Das Pad was loose too. It's one weird SD RAM. We get it down here. Done. And also, das ist eigentlich eine Sache, die nicht zu dieser Reparatur gehört, die aber dann dazu gehört, wenn wir irgendeinen Mist bauen. Ja, wenn wir irgendwo drankommen, wo wir nicht drankommen sollen. So, da sowas immer mal passieren kann. Auch wenn es nicht passieren sollte. Müssen wir das dann so machen, dass das wieder passt. Ich sag immer, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und wenn etwas passiert, dann ist das nicht schlimm. Solange man es selber nochmal beheben kann. Ja, das ist ganz wichtig. Okay. Ja, die kriege ich noch. Wie viel Uhr ist? 36. Ja, die kriege ich noch hin. Aber bis kurz vor 5. Ja.
Okay, looks good. Also, sieht gut aus. Jetzt können wir das Bootverhalten ohne RAM prüfen. And now we can just have a look for the boot behavior without RAM. Let's see. Schauen wir einmal nach. Sieht gut aus. And this looks good, I show to you. Ich zeige euch gleich, wie das aussehen sollte. Hier, ich zeige es euch im Video. On hands, zack. Ja, und das sollte dann so aussehen. Ja, dann wisst ihr, dass das soweit passt. Jetzt schauen wir uns noch einmal zusammen unter dem Mikroskop. Das Board an, wir sind 26 Minuten, es ist eine sehr lange Zeit für diese Reparatur, aber wie gesagt, wir sind etwas aufgehalten worden durch den kleinen Fehler hier. Ja? So, das passt soweit. Wie gesagt, man kann das auch natürlich jetzt noch den Kleber wegmachen und dann sieht das super toll aus, aber braucht man nicht in dem Fall. Es geht um die Daten, es geht nicht nur um die Optik, auch wenn ich eigentlich die Ästhetik mag und ich mag, wenn das Ganze dann wirklich auch 100% schön aussieht. Brauchen wir hier jetzt aber nicht zwingend und dementsprechend rebohren wir jetzt einmal diesen RAM hier. Ganz wichtig, iPhone 7 und iPhone 7 Plus haben unterschiedliche RAM-Typen. So, you can't use a RAM out of an iPhone 7 for a 7 Plus, watch at the numbers, watch at the schematics for the types. Ja? In den Schematics seht ihr die DDR-Types und könnt euch dort auch die Alternativen raussuchen. So. Gut. So, hier einmal so. Und dann reballen wir den RAM. Now we just reball the RAM. And then we get it down to the board. Und dann setzen wir den runter aufs Board, verlöten den und starten entsprechend das Gerät. Now we need to take some flux, brauchen ein bisschen Flux. But this one doesn't look like I want it looks. Ja, der sieht jetzt auch nicht so toll aus und deshalb mache ich den einfach einmal neu. Vielleicht war der vorher auch nicht ganz sauber. Perhaps there was some dirt between, so I just do it one time new. Ja, ich mache den jetzt einmal neu. Kann ja nicht immer alles perfekt laufen. Not always all can work perfectly. So let's just clean it. Lass uns den einmal reinigen. Ja, da unten war, glaube ich, ein bisschen Schmutz. Here, there was some dirt. Okay.
Gut, jetzt reinigen wir den nochmal ordentlich. Now we just clean it really, really good. After it's cleaned, we can just reball it in a nice way. Und dann können wir ihn ordentlich reballen. Einmal schön den Stencil auch sauber machen. Ich glaube, jetzt sieht es besser aus. Auch hier oben ist noch ein bisschen Schmutz, ne? Sitzt aber auf der Außenseite oder auf der Kante. So, okay. Jetzt reballen wir einmal den Rahmen. Ich bin im Video, ne? Sag's, ich mache gerade ein Video. Hallo. Ja, ich komm gleich, ne? Ja, komm. So. Ben, wie war's? Warum? Ja, ja. So. Und jetzt, and now a reball. Okay, this looks better. Also, das da sieht besser aus. Von daher kurz warten. Ja. Bisschen Plusmittel noch drauf. Just add some flux here and here. Flow over again. And then we are done. Okay. Jetzt warten wir ganz kurz. Dann gehen wir mit dem Tuch drüber. Sehen wir, dass immer noch nicht alles verbunden ist. Heute ist wirklich der Wurm drin. Today we have a worm, but not a problem, huh? Man darf sich ja generell nicht hängen lassen. Ja? Da war noch was nicht verbunden. There were just some points which were not connected. So, I just give it again some hot air. Ja, wir geben da jetzt einfach noch mal ein bisschen Heißluft drauf. Und dann warten wir kurz. And then we just wait a short time and should be finished. 33 minutes. It's a really long time. Normally this is a job about 10 to 15 minutes. But today... it isn't. So. Jetzt nochmal. Jetzt sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Jetzt nehmen wir uns eine Bürste. We take a brush. We clean. Einmal schön sauber. Dann hauen wir da etwas Flussmittel drauf, then we just add some flux. Do you see here? There are missing solder balls. Oh, crazy. Missing balls, I could cut. Really, it's just crazy today. Ich weiß echt nicht, was heute los ist. Warum, wieso, weshalb das Lot nicht halten mag.
aber okay. We just do it one more time. Wir machen es halt nochmal. Was sollen wir auch anderes tun? Wir können ja nicht den Kopf in den Sand stecken. Das bringt uns ja auch nicht weiter. No. Was wir jetzt machen, ich mache das äußerst ungern. Normally I don't do it like that. I do it completely new, normally. But perhaps we can fix it in that way. No, we can't. Doesn't look good. Ich weiß wirklich nicht, was ich euch noch sagen soll, was da heute los ist. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Und überall, wo Menschen arbeiten, können solche Dinge passieren. Ich bin keine Maschine. So, I'm just a human. And if things like this happen, they just happen. Okay? Then I need to do it again and again and again. And trust me. I do these jobs very often and normally this doesn't happen. Ja, und ihr könnt mir glauben, ich mache diese Jobs sehr oft und das passiert normalerweise nicht, aber kann eben auch mal passieren und dementsprechend ist es jetzt wie es ist und wir machen es eben nochmal neu. So, ich muss mal dem Kunden da vorne Bescheid sagen. Sorry. Oh. Es ist, glaube ich, auch wirklich die Hitze. Ne? Wir haben hier drin gefühlt 35 Grad. Ich gebe den ganzen Tag schon nur Vollgas. Seit heute Morgen. Heute Morgen schon zwei Videos angefangen, die dann unterbrochen wurden von enorm viel Kundentelefon hinten vorne. Wir sind nur zu zweit hier, beziehungsweise der Ilja macht hinten seine Entwicklungssachen und dann war das heute Morgen wirklich schon stramm. Jetzt habe ich heute Mittag gesagt, komm, das da ist nochmal ein ganz schönes Video. Ich nehme das noch mit, ich mache das jetzt noch am Nachmittag. Normalerweise versuche ich die Videos immer morgens in der Früh zu machen und dann hast du halt sowas, ne? Das kann dann halt vorkommen, ist so, ist für mich natürlich ärgerlich, weil es kostet mich Zeit, ne? Also unabhängig vom Video ist das einfach Zeit, die hier verloren geht, für einen Job, der normalerweise wesentlich kürzer dauert, aber es ist vielleicht auch nicht schlecht, sowas mal in einem Video zu sehen, denn wir sind alles nur Menschen, ne? Und das ist... So, jetzt ein bisschen Flussmittel zu und hoffen, dass alles passt. Ich glaube aber, dass jeder, der in diesem Bereich arbeitet, euch und der seinen Job halt auch gut macht, der auch eine hohe Frequenz an Jobs hat, euch bestätigen kann, dass sowas Dinge sind, die einfach ab und an vorkommen. I think that everybody who works with these repairs can tell you that things like this happen and sometimes you have to make things twice or three times. Ja, manchmal muss man Sachen zwei oder dreimal machen. Das ist ganz einfach leider so. Da kann auch keiner was dran ändern. Natürlich ist es ärgerlich, natürlich raubt es Zeit, natürlich ist es auch nicht schön, wenn sowas in einem Video ist und du musst es dann zwei oder dreimal machen, aber ja. Was soll ich sagen?
Wunderbar. Super. Dann bis morgen. So, jetzt heben wir den an. Danke und jetzt sieht das, glaube ich, gut aus. Ja? So, jetzt sieht es, glaube ich, gut aus. Endlich. Und jetzt kann ich ja nochmal ans Telefon rennen. Es ist eine wahre Pracht. Eine Sekunde. Rescue Data and Repair. Here I am again, sorry. Also, jetzt haben wir auch noch einen Anruf. Ihr seht, heute ist es, aber es ist mal schön. Ihr seht, wie es ist. Ne? Also es ist, normal ist es noch viel wilder hier. Ne? Das da ist ja jetzt wirklich eigentlich easy going. Und ab und an muss man dann halt auch mal ans Telefon. Wie gesagt, wenn man sich gegenseitig natürlich auch aushilft. Ne? Das ist ja ganz klar. So, jetzt haben wir hier von noch ein schönes Bild. Und dann setzen wir den RAM auf die CPU drauf. Und dann wird es verlötet. Ja? Dann verlöten wir den RAM. Then we just solder it down. 42 minutes for fucking RAM. 42 Minuten für den RAM. Das muss man sich mal vorstellen. Aber ihr könnt ja mal kommentieren, wenn ihr selber solche Arbeiten macht, ja, ob euch das auch manchmal so geht, dass ihr Dinge zwei, dreimal machen müsst. So, if you do these repairs by yourself, just tell me under the video in the comments if sometimes it's the same at your side and you have to do things twice or three times or four times, like ever. So, jetzt ist der RAM verlötet, now the RAM has been soldered down. Ich glaube, das sieht ganz ordentlich aus. I think this looks good and I have to go to the phone again. So, I let it here so you can see about it. Und da bin ich wieder und jetzt testen wir dieses Board direkt hier und schauen nach, ob das Ding bootet, ob das Ding funktioniert und ob wir Zugriff auf die wichtigen Daten bekommen, ja oder nein. And we just give it a test run. What about the boot? If I hit the button, what?
Looks good. Sieht gut aus. Dann schauen wir jetzt nach, ob dem wirklich so ist. Ob wir da einen Boot bewerkstelligen können. Nochmal hier, ihr seht, das ist das geswappte Board, beziehungsweise der erneuerte RAM. Sorry. It's the board with the new RAM. And we connect it to power supply. And try to boot. Und jetzt probieren wir. Jetzt probieren wir einen Boot. Let's perform a boot. Und we see an apple. Und wir sehen einen Apfel. Hier. Ich weiß nicht, ob das ein privates Hintergrundbild ist. I don't know if there is a private picture in the background, so we just wait for the boot. Jetzt warten wir einfach einmal auf den Bootvorgang. Ist Wahnsinn. 46 Minuten. Also ich habe andere Videos, da seht ihr, da ist es unter 20 Minuten, diese Operation. Aber wie gesagt, Telefon vorne, hinten, dies, das und auch total am Ende von den Temperaturen. Da hinten läuft der Ventilator. Ich bin klatschnass geschwitzt. Wir haben 15.48 Uhr schon. Ja? Hier 15.48 Uhr. Und ich habe heute schon ein paar Dinger gemacht. Irgendwann ist man einfach fertig. So, we have almost 4 o'clock and I really did a lot of jobs today and I'm totally sweated from the heat. I'm done for today normally. But I wanted to do the video with you. Ja, ich wollte das Video mit euch noch machen und dementsprechend habe ich gesagt, komm, scheiß jetzt auf die Uhrzeit. Normal mache ich es morgens, da bin ich frisch, da bin ich noch voll motiviert. Da haben meine Augen und mein ganzer Körper noch nicht so viel gearbeitet den ganzen Tag, aber heute war wirklich crazy. Und wir sehen hier, wir haben Zugriff auf die wichtigen Daten. We can use this is now for the cable. Ja, also das liegt jetzt hier nur am Kabel. Wie ihr seht, wir können den Touch bedienen, ja, und wir können somit auf die wichtigen Daten zugreifen. Okay, so it's, we can get access to the important data, I just done it out now. Und ja, jetzt sind wir fertig. Wie ihr seht, solche Dinge können auch mal länger dauern, ja, auch beim Herrn Pfister. Hier bei der Firma Rescue kann mal etwas länger dauern, aber der positive Effekt zählt und das Positive ist, wir haben, auch wenn es länger gedauert hat, als es sollte, iPhone 7 Plus A10 RAM erfolgreich erneuert, können jetzt im Nachgang für den Kunden dementsprechend ein Backup mit all seinen wichtigen Daten erstellen. Somit ist der Kunde glücklich, ich bin glücklich und jetzt genehmige ich mir um die Uhrzeit ein eiskaltes Bier und fahre einfach mal kurz runter. Danach mache ich meinen Arbeitsplatz komplett sauber, jeden Nachmittag und dann war es das. So, thanks for watching the video. I'm done for today. Now I just want to have a beer, clean my complete table and then start fresh again tomorrow. Perhaps I can give you a new video tomorrow. Let's see. And yeah, I'm out for now. Thanks for watching. Subscribe, like, comment, whatever helped to make the channel bigger. Come to our Facebook group, Microsoldering Smart Techs Worldwide. Almost 45,000 people are in the group. Come in. And enjoy. Also, ich danke euch nochmal herzlichst fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat als sonst. Würde mich freuen, wenn wir uns in unserer Smartphone Repair Group Germany sehen würden für das deutschsprachige Publikum. Und ansonsten teilen, liken, abonnieren, wie auch immer, Glocke, alles, was man machen kann. Würde mich sehr freuen. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video, vielleicht schon morgen wieder. Bis dahin, tschüss.